und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf unserem Kanal. Es handelt sich um Company of Heroes, ein älteres Strategiespiel. Gut, ich logge mich jetzt ein und ich würde sagen, viel Spaß beim Zugucken und wir sehen uns gleich in einem Gefecht wieder. Bis dahin, tschüss! So, hier sind wir im Ladebildschirm wieder und das Spiel wird demnächst, sollte es starten. Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt und habe mir gedacht, ich nehme es einfach mal auf und kommentiere ein bisschen. Gut, jetzt müssen wir noch auf die anderen warten, bis die fertig geladen haben und dann kann es auch schon losgehen. Ja, und ich habe mich für die Wehrmacht entschieden, für die deutsche Wehrmacht gegen die Amerikaner, gegen die US-Soldaten. Und wir spielen auf einer Karte namens Stahlpakt. Gut, und hier sind wir auch schon im Spiel, meine ersten Einheiten. Sollt ihr irgendwas bauen? Jawohl, wird gemacht. Setzt euch in Bewegung. Ja, die Pioniere kümmern sich darum. Ich habe es schon länger nicht gespielt, deswegen verzeiht, dass ich nicht mehr ganz so gut bin. Und ich würde sagen, als erstes drehe ich mal die Lautstärke runter, falls es hier irgendwo geht. Ja, hier seht ihr nochmal die Karte. Und indem wir die Fahnen sozusagen hier einnehmen, kriegen wir mehr Treibstoff, mehr Munition und das brauchen wir natürlich, um meine Einheiten hier hier bauen können oder ausbilden und sein Lager abzugraden. Das heißt, bessere Einheiten produzieren und bessere Panzer produzieren. Gut, dann würde ich mal sagen, einnehmen. Einnehmen. Sollen wir irgendwas bauen? Alle. So. Zielobjekt ist frei. Gut. Beginne es zu sichern. Ja, und jetzt nehmen wir diesen Punkt hier ein, um hier die Punkte aufzufüllen. Hier kann man noch sehen, kann man sich für entsprechende Modis entscheiden und man kriegt Boni dafür. So, jetzt haben die das da eingenommen. Die Zielposition ist völlig frei von Feinden. Gut. Ja, jetzt sieht man hier, wird mein Lager abgegradet und ich kann dann nachher bessere Gebäude bauen. Aber nur in diesem Kreis, in diesem Umfeld. Treibstofflager wurde ohne Pioniertrupp bereit. Na, weiter. Jawohl, wird gemacht. Der Feind ist in der Nähe. Und ich werde dazu noch, ich werde nicht immer Let's Playen, sondern er nur aufnehmen, wenn ich Zeit habe. Was wollen Sie denn? Ja. Hier sieht man, ich greife gerade an und versuche, sie aufzuhalten, den Bunker fertigzustellen. Aber jetzt bin ich ganz schön im Arsch. Pioniere wechseln Koordinaten. In Bewegung! Vom Himmel zählen! Rückzug! Einheit ausgefallen. Ja, das sollte nicht passieren. Ich mach grad mal die Gesamtlautstärke ein bisschen runter und die Musiklautstärke. Ah, die Musik kann ich lassen. Und die Effekte mache ich runter und so. Genau, fortfahren. Jawohl, wird gemacht. Wir müssen einen Bunker bauen. Ich will nicht, dass ihr hier durchkommt. Deswegen werde ich sofort einen Bunker errichten, damit sie nicht über die... Ja. Ah, das sind meine, gut. Ja, damit sie jedenfalls nicht hier drüber kommen.
baue ich hier einen kleinen Bunker auf, der sie ein bisschen zurückhalten sollte. Ihr könnt mitmachen. Ah ne, nein, euch brauche ich. Nein, nein, ihr macht weiter. Halt, stopp, bauen. Ihr baut mir die Wehrmachtbaracke. Ja, und in der Wehrmachtbaracke kann ich dann auch bessere Einheiten ausrüsten. Und wir kriegen gerade ganz schön auf den Sack, wie ich das sehe. Sie haben mehr als die Hälfte, die Gegner, und das ist nicht gut. Okay. So. Was machen mit dem fähiger Scharfschütze, der gegen alle Arten von Infanterie einsetzbar ist, kann Tarnung anlegen. Das schwere MG 42 versiegt 1200 Schuss pro Minute und entwickelt bei der Bekämpfung von Infanterie eine verheerende Wirkung. Ja, da würde ich mal sagen, da die Gegner noch nicht allzu viele Panzer haben, nehme ich mal das schwere MG. Und meine Kumpels kriegen einen Flammenwerfer. Und ihr kriegt gar nichts. Ja, und um es euch zu zeigen, man kann auch in die Bunker rein. Was nicht so viel bringt, zoom gerade mal ran. Hier sieht man so viel. Nichts. Hey, der hat Kopfhörer. Hört der Musik oder was? Okay. Jedenfalls, ich gehe jetzt wieder raus. Ich will ja auch was ein bisschen mehr zeigen, als nur im Bunker rumzusitzen. Deshalb nehme ich jetzt erstmal mein schweres MG und ja, was machen wir denn gegen den Bunker? Da bringen die nicht sehr viel. Ne, dann baue ich noch ein Kriegsbaracke. Darin kann ich, so viel ich weiß, Panzer bauen. Und wir kriegen ganz schön auf den Sack. Ihr könnt ja schon mal aufstellen, also von daher. Wir brauchen jetzt doch nicht dumm rumzustehen. Gut. Ja. Schneller bauen, schneller bauen. Kommt schon. Gut. Das ist Panzerabwehrgeschütz. Und Mannschaftstransporter gegen Infanterie. Okay, kann ich da noch was?